Scheiße, das habe ich jetzt gar nicht mal. Das war keine Absicht. Vielleicht ist das ein Riverson? Oh nein, wir müssen verschwinden. Verschwinden? Wohin denn? Ja, wir laufen zurück. Seid mal ruhig. Dieser pochende Klang. Das sind Morsezeichen. Damit verständigen sich Schiffe untereinander. Die Länge des Klangs bestimmt den Buchstaben. Mal schauen, ob ich das verstehen kann. Hm. Ich weiß die Stimme nicht mehr von ihm. Hier ist Seid. Seid? Psst, Ruhe! Nerl fährt fort. Riverson hat mich verschluckt. Als ich zu mir kam, hatte sich mein Körper in Riverson verwandelt. Dieser Riverson ist eine Meereskreatur. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist. Ach komm, geht ein bisschen schneller. Er sagt, die Evolution würde durch das Licht eines Kometen beeinträchtigt. Ach komm, geh schneller. Mann. Ich wollte die Reise mit euch fortsetzen, aber nicht in diesem Körper. Ihr müsst das Geheimnis des Kometen, ja, ist gut, und der Ruinen lösen. Ich höre nichts mehr. Seht, ich habe Angst. Er muss im Morseunterricht gut aufgepasst haben. Seht auch, feine Sache. Aber Seht ist nicht mehr menschlich. Nein, Erik, ziehe keine voreiligen Schlüsse. Nur Menschen denken, ihre Lebensform wäre die einzig richtige. Lass den Kopf nicht hängen, auf geht's. Bitte lasst mich jetzt rauskommen. Ja, ich bin draußen. Endlich. Geschafft. Endlich, wir sind fast einen Monat durch den Tunnel gelaufen. Seht doch, ein Schild. Was? Engelstadt? Reisende sucht uns unter der Erde. An einen solchen Ort soll ein Engel leben? Man sagt, Engel schätzen nicht gerne menschlichen Besuch. Jedenfalls können wir uns hier ausruhen. Wir waren ja nicht lange genug unter der Erde. Ich gehe meinen eigenen Weg. Wartet nicht auf mich, ich muss es tun. Ich erforsche diesen Ort ganz alleine. Versucht nicht mehr zu... Oh Mann. Was hat sie nun vor? Vielleicht ist sie nur müde. Sie braucht Ruhe. Ich folge trotzdem. Engelstadt. Toll. Was? Ey, was sind das für Engel? Ist hier irgendwas drin? Nein. Krass. Das ist sehr übel, also. Finde ich jetzt schon sehr übel. Ey, das sind Engel, die sterben, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind eine längere Zeit. Keine Emotionen haben. Ey, die tun einem ja voll leid. Ja, bitteschön. Nice. Okay. Ey, das ist echt voll krank. Portal? Okay, nur zum Speichern. War irgendwie klar.
Ich glaube, sie schläft, als ob sie ihre Seele verlassen hätte. War die vielleicht zu lang in der Sonne? Weil die direkt hier in dem Sonnenstrahl steht? Nein. So, ich mach's einfach mal auf. Ich habe hier keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber warum nicht? Überall, wo Monster sind, ist es richtig. Komm. Auch noch. Mehr Stärke. Cool. Ist immer gut. Stärke ist immer gut. Wow. Blödes Viech. Yeah, ich mag sie. Warte jetzt mal ganz kurz. Ich check das gerade irgendwie nicht, wie die Monster hier angesehen werden. Neun Monster. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier richtig ist, was ich hier mache. Hier bin ich hergekommen, das weiß ich. Aber ist das hier richtig? Ach komm. Vier Monster noch. Rechts. Sind so die restlichen. Oh, die greifen noch an. Komm runter. Ja, Leben. Juhu, ich hab's drauf gehofft. Die Energie hat sich erhöht. Top. Okay, Leute. Bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, machen wir Pause. Bis dann zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Illusion of Time. Und bei diesen komischen Engeln, die nicht in die Sonne dürfen und sonst verrecken. Okay, gut, dann bis nächstes Mal. Ciao.